Meine sehr verehrten Damen und Herren und ganz besonders liebe engagierte Frauen des neuen Zontra-Clubs Krefeld am Rhein, ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, zumindest online an dieser Matinee teilzunehmen und möchte zuallererst Ihnen und Ihrem Club alles, alles Gute für Ihr Wirken wünschen. Ich finde, Krefeld ist eine wunderbare Stadt, die groß genug ist, um mindestens zwei engagierte Zontra-Clubs zu beheimaten. Und ich finde es toll, dass Sie sich jetzt auf den Weg machen, auch für die Frauen um Krefeld herum einen Anschluss hier bei uns in der Samt- und Seidenstadt an das Zontra-Wesen zu finden. Und Sie haben sich auch direkt zum Anfang ein, wie ich finde, ganz, ganz wichtiges Thema auf die Fahne geschrieben, nämlich das Thema der besonderen Situation obdachloser Frauen. Die Obdachlosigkeit von Frauen findet nicht nur bei uns in Krefeld, sondern zumindest überall in Deutschland ganz, ganz häufig so im Unsichtbaren statt. Vielleicht ist Ihnen das schon mal aufgefallen, wenn Sie durch die Stadt gehen, dann sehen Sie relativ selten obdachlose Frauen. Man hört relativ wenig von ihnen und trotzdem sind ihre Problemlagen oft noch größer als die Problemlagen von Männern, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Gerade bei Frauen spielt Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung ganz, ganz häufig nochmal eine besondere Rolle. Und dann gibt es diese vielen schrecklichen Geschichten von jungen Frauen, die an irgendeiner Stelle einfach nicht richtig abgebogen sind in ihrem Leben oder die einer besonderen Situation ausgesetzt waren, mit der sie nicht zurechtgekommen sind, was dazu geführt hat, dass sie in diese schwierige Lage gekommen sind. Dann gibt es aber auch die, die den Weg wieder da rausfinden wollen, die eigentlich auch die Kraft haben, die das Zeug haben, aber die es aber irgendwie alleine nicht schaffen. Und da bietet unsere Diakonie in Krefeld ganz, ganz tolle Hilfen an, um gerade diese Frauen zu unterstützen, den Weg zurück in die Mitte unserer Gesellschaft zu finden. Das kann die Diakonie aus eigener Kraft aber nicht stemmen. Und da kommt Zontra ins Spiel. Erfolgreiche Frauen, engagierte Frauen, die sagen, wir lassen die anderen nicht aus dem Blick, sondern wir engagieren uns genau an dieser Stelle, sammeln Geld, schaffen aber auch eine Öffentlichkeit für diese Problemlagen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist ein wichtiges, ein gutes Werk für unsere Stadt. Und ich wünsche Ihnen bei diesem Projekt, bei Ihrem Engagement dafür viel Erfolg, dass möglichst viele Spenden zusammenkommen und dass man es schafft, vielen Frauen hier in Krefeld den Weg zurück in die Mitte unserer Gesellschaft zu ebnen. Und darüber hinaus wünsche ich Ihnen bei Zontra natürlich auch viel Spaß an Ihrer Arbeit, gutes Netzwerken, eine gute Zeit, die Sie miteinander verbringen und dass noch viele, viele erfolgreiche Projekte von Frauen für Frauen in Krefeld durch Sie Realität werden können.